Hey Freunde, hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Kristall. Ich bin jetzt ein bisschen schon in Eile, ja, so ein bisschen. Ich habe auch gerade noch die Aktion von Team Rocket im Untergrund des Lagerhauses abgebrochen, um halt jetzt ein Lapras zu fangen. Denn im Spiel selber haben wir gerade Freitag. Und am Freitag gibt es im Einheitstunnel ein Lapras zu fangen. Nachdem man den Arenaleiter Jens besiegt hat natürlich und man muss auch Surfer haben und so, sonst klappt das alles nicht. Aber bei uns ist alles cool, das sollten wir schaffen. Und deswegen einfach, ne, warum nicht? Würde ich sehr gerne einfach ins Let's Play einbauen. Weil es gerade auch so schön passt. So, warte mal, der Einheitstunnel war ja hier. Wartet mal. Dann kürze ich einfach ab. So. Irgendwie würde ich gerne Noctu vorne haben. Hoppala. Weil einschläfern. Und ja. Und Noctu ist jetzt auch nicht so stark. Da kann ich hoffentlich ein bisschen gut schwächen und so. Wir schauen mal. Fleckmon-Tunnel haben wir erledigt. Fleckmon-Höhle, besser gesagt. So. Warte mal, war hier eine normale Beere? Hallo? Na, Gegengiftbeere. Naja, gut. Ist okay. Schade. Wer bist du eigentlich? Standst du hier schon immer? Hallo? Endlich habe ich es durch diese Höhle geschafft. Sie vergrößert sich Annahmen. Ich war zu erschöpft, um alles zu erkunden, also habe ich sie verlassen. Okay, gut. Du warst anscheinend schon hier. So. Einheitstunnel. Genau. Dann surfen wir mal hier ein bisschen rum. Ja, das war's. Nee, ich muss mal gucken. Hier gab es ja auch noch... Ich bin ja schon einmal tiefer runtergegangen in der Höhle. Oh, ein Sandan. Hier gibt's Sandan. Wie cool ist das? Richtig krass. Vielleicht kriegt ihr die ja gefangen. Vielleicht reicht Hypnose aus, weil schwächen kann ich's nicht. Sandan ist doch wunderschön und süß. So, Pokéball. Vielleicht klappt's. Ich meine, Level 6 und Sandan ist jetzt so ein tolles Pokémon. Ich glaube nicht, dass sie jetzt irgendwie vom Weg... Nee, nee, nee. Das muss unbedingt geschwächt werden. Verdammt. Aber sieht doch gut aus. So, Sandan schläft voll tief. Aber wie cool auch Sandama einfach so ist, ey. Hoppala. Komm schon. Meine Sammlung muss wachsen. Yeah! Sandan wurde gecached. Sehr cool. Sandan, das Maus-Pokémon. Es lebt bevorzugt in sandigen Gebieten, da es sich bei Gefahr im Sand eingräbt, um sich zu schützen. Sehr schön. Spitznamen geben? Nö. Leute, wir sind übrigens, ne, wir sind im 40. Part. Ach ja, so eine Pokémon-Dinger geht immer richtig lange. So, ich gehe mal kurz hier lang surfen. Hier konnten wir auch noch nicht hin vorher. Aha, guck mal hier. Hier geht es nämlich noch neu wohin. Stimmt's, Kumpel? Oh, ich bin so da. Wer ist denn da? Lass mich und meine Pokémon in Frieden. Oh, wieder überstürztes Handeln. Der Maniac, Kenji. Oh, sein Knogger. Yeah, voll geil. Ja, die war so, ist er cool. So, Snorktu. Hier wäre eigentlich auch Sepa voll geil. Aber ich flieg trotzdem mal hoch. Sepa ist auf Level-Niveau. Und so einen schönen Knogger besiegen, der, warum nicht? So. Yeah. Die Verteidigung, ey. Gibt's doch gar nicht. Knogger ist auch so ein cooles Pokémon. Oder auch Tragosso, ne? Mit so einer traurigen Vorgeschichte und so. Aber Knogger hat's voll drauf. Bam. So, vielleicht hat er noch einen Knogger. Dann wechsle ich zu Sepa. Aua. Mann, hör doch auf. Ich flieg hoch empor. Yeah. Kopfnuss ging daneben. Der schützt seinen Kopf auch schon mit einer Knochenschädelplatte. Ist okay. Noctu kann nicht. Egal. Schön viel Erfahrungspunkte. Yeah. So, was ist das zweite? Noch ein Knogger. Sehr schön. So, Sepa. Ich glaube, einmal Surfer und der Vieh ist weg. So. Yeah. Schön, wie du mit deinem Knochen rumwirbelst. Du hast keine Chance gegen Sepa. Surfer. Dem Surfer zum Gute. Yeah. Wie die Animation einfach aussieht. Jawohl. Instant Kill. Tschüss. Swoop. Level 26 für Sepa. Und das war's. Kenji, was ist denn los? Oh, verschwinde. Geh weg. Ey, die Maniacs sind irgendwie immer mega verrückt, oder? Verschwinde, geh weg. Was ist denn mit ihm? So. Wo hab ich denn nur... Irgendwo hier gibt es halt dann echt ein Lapras. Ich bin hergekommen, um meine Pokémon-Forschungen durchzuführen.
Ich zeige dir meine Ergebnisse in einem Kampf! Was willst du denn hier forschen? Das ist eine stinknormale, feuchte, nasse Höhle. Diese Typen immer. Kengo. Kengo schickt Kangaba! Alter! Auch voll ein cooles, krasses Pokémon. Auch so einzigartig irgendwie, ne? Hypnose! Oh oh. Zerkeine Wirkung auf den Kleinen. Noctu, du sollst doch nicht den Kleinen einschläfern, du musst die Mutter einschläfern. Ach so? Boah, Alter. Los, Noctu, schläfer die Mutter ein. Gut. Mensch. Ja, Noctu muss man manchmal erklären, wen es überhaupt einschläfern lassen soll, ne? So, ich glaube, das bringt dir aber echt nicht so viel. Weil Kangama hat, glaube ich, auch übelste Defense-Werte und sowas. Ist ein normales Pokémon, also alles dürfte ihn nur maximal neutral treffen. Oh oh, Kangama ist aufgewacht und puncht dir richtig eine rein. Okay, Noctu, komm zurück. Gegen so einen Punch braucht man eine Stahlwand. So, Onix. Stalos meine ich, hups. So, weggesteckt. Aua, ist eine normale Attacke. Passiert nichts. Ich mach mal den Eisenschweif. Wie gefällt dir der denn? Alter, wie die einfach weiter drauf lospuncht. Mit dem Crit sogar. Nicht sehr effektiv, trotz alledem. Eisenschweif, let's go. Jawohl, Critical Hit. Cool, Stalos. Noctu Level 31. Stalos, kein Level Up. Egal. Ja, Kengo wurde besiegt. Du hast es mir aber gezeigt, Mann. Ich weiß. So. Wie komme ich denn jetzt hier zu Lapras? Lapras, wo bist du? Oh, da ist eine Trainerin, okay. Ich muss gucken. Okay, aber erstmal ein Item, sehr schön. Elixier, naja, warum nicht, ne? Nehme ich doch gerne mit. Wer kommt denn jetzt zu Bad? Ach komm schon, nö. Da hau ich mal ab. So. Boah, Noctu ist ja eh gleich down, verdammt. Ich muss ja auch noch mal kurz heilen. Vor allem im Kampf gegen Lapras. Ne, war richtig schön. Oh Gott. Ah, Hypertrank. Ja, komm, Hypertrank. Noctu muss immer ein bisschen was sich richtig gönnen. Noctu gönnt sich. So, weil ich glaube, das Lapras ist tatsächlich auch ein bisschen unterlevelt. Das ist, glaube ich, Level 20. Ja, und da will ich halt echt mit meinem Noctu ein bisschen mit Schnabel da so ein bisschen pieksen. Das sollte es eigentlich aushalten. Lapras sollte gute Werte haben. Zum Ver... Oh! Ein Moorlord! Wie cool! Will ich jetzt aber nicht. Ich habe schon genug Pokébälle verschwendet. Ich brauche die alle für Lapras. Wie groß ist denn das hier alles? Wie groß ist das hier? Ich trainiere momentan. Möchtest du kämpfen? Wie kommen die alle hier in die Höhle rein? Und vor allem, dass die hier alle bleiben? Was ist denn alles ein Zufall? Oh, Ass-Trainerin Angie möchte kämpfen. Oh, ist das... Oh, ist das ein Evoli? Ist das unsere erste Ass-Trainerin, die wir jemals sehen? Ich glaube, ja, ne? Noctu, flieg hoch! Und ein Evoli will ich mir auch noch abholen. Von Bill. Aber dafür müssen wir doch echt erstmal die Team Rocket-Lappen aus Dukatia City vertreiben. Sonst geht das nicht. Och, nicht doch Sandwirbel. Mensch. Hier, schön Schnabel. Das ist doch schön. Damit werde ich später richtig schön Lapras schwächen. Zack. Tschüss. So, Noctu steigt so schön im Level. Ein Blitzer. Der hat die alle drei oder was? Okay, Blitzer. Sepa? Nein. Scaraborn. Boah, wie cool, ey. So, Scaraborn. Du weißt, was jetzt kommt, oder? Stein heben? Auf jeden Fall. Oh yeah. Boom. Instant Kill. So mag ich das. Yeah, Level Up. So mag ich das noch mehr. Setzt ein Flamara ein. Sepa könnte da eventuell was machen. Los, Sepa. Deine Stunde. Ein Flamara, oh wie fies, aber auch so hübsch. Level 22 gerade mal, komm, das schaffst du. Surfer! Uiuiui, der Wassereffekt. Und zack. So. Oh, krass. Critical Hit. Boah, ey, die Erfahrungspunkte. So, jetzt noch ein Aquana natürlich. Ich glaube, das ist aber Sepa jetzt nicht mehr so gut. Da muss ich jetzt nicht so lange rumeiern. Das macht einfach mal wieder Scaraborn.
Oh, schön. Scarabon. Stärke. Heb einfach alles an, dann lauf da. Scarabon hat auch bald die 100 KP. Sehr schön. Guten Schlag. Schlug auch noch fehl. Mann, das ist bitter. Hornattacke. Zack. Aua. Du hast doch schon viele Erfahrungspunkte. Geil. So, Angie, das war's. Oh nein, du bist zu gut für mich. Hä? Tu doch nicht so, als ob wir gleich zusammenkommen. Du bist einfach zu gut für mich. Wo geht's denn hier noch überall hin? Und ich glaube, ich sollte gleich mal Superschutz anschmeißen. Ach, den Super will ich mir auch nicht fangen. Supers sind doch lame. So, also. Schutz. Wo habe ich denn hier den Superschutz? Zack. Okay. Für meine Lieblings-Pokémon würde ich überall hingehen. Das würde jeder wahre Trainer tun. Woher willst du denn wissen, wo deine Pokémon hinwollen? Noch eine Ass-Trainerin. Ulla schickt ein Quapuzzi. Quapuzzi. Yeah, high five. Okay, Nocto, ich weiß, du bist da wieder ein bisschen benachteiligt, aber flieg trotzdem mal herumpor. Oh, Regentanz. Oha. Verstärkt Wasserattacken, ne? Platzregen, Alter. Ein Platzregen setzt ein. In der Höhle hier. Willst du die ganze Höhle fluten, oder was? Toll. Nocto pennt ein im Regen. Nocto wird sich so erkälten. Aua. Duplex-Hieb. Aua. Komm, davon wirst du doch wach. Dann wirst du doch wach, oder nicht? Ja, klar, der... Wer so einer reingeslappt kriegt, ey, der wird richtig wach. Dann wird jeder wach. Es regnet immer noch. Und fliegen. Bäh, vielleicht reicht's ja aus, wenn die Wall gut ist. Jawohl. Ah, sehr schön. Oh yeah. Ulla geht down. Ich kümmere mich lieber um meine Babys, aber... Du hast Babys? Du hast Babys? Wo sind die denn? Alter, bist du für eine Rabenmutter einfach so. So, Surfer. Da haben wir es, Leute. Da ist das Lapras. Okay. Gut, das will ich jetzt sehr gerne fangen. Ich weiß nicht, ob ich speichern soll vorher. Ach ja, komm. Für den Fall, dass es nicht klappt. Speichere einfach mal vorher. An sich kann man es aber wirklich jeden Freitag fangen. Jeden Freitag ist ein Ziel. Man kann also unendlich viele fangen und so, ne? Aber ja, ich möchte einfach hier, ne? Einfach so zu Showzwecken. Und dann ist die Hülle noch nicht fertig. So. Oh, Lapras. Richtig cool und toll. Nice. Boah, und richtig hübsch, Alter. Ein wildes Lapras. Level 20. Jetzt muss ich halt echt gucken, was ich mache. Komm, Schnabel sollte es auf jeden Fall nicht killen. Auf keinen Fall. So. Das ist doch super. Das ist doch richtig super. Toll, noch du schläfst. Und ich glaube, Lapras kann schon eine Eisattacke, oder? Ich hätte vielleicht ein bisschen schneller einfrieren sollen. Noch du schläfst. Oh, Body Slam! Oh, verdammt! Oh, ich hoffe, es kann kein Bodycheck, damit er sich nur selber verletzen kann. Wäre die Fangenchance auch wieder mies. Oh, das ist sehr gut. Danke, das hilft mir, Lapras. Okay, wir haben fast alle Attacken schon gesehen von Lapras. Mal gucken, was es noch kann. Und Weißnebel. Ja, das ist doch offen. Es kann ja fast gar nichts. Es kann nur Body Slam. Na gut. So wird vom weißen Nebel umgeben. Nocto wacht auf und haut mit dem Schnabel zu. So, jetzt wird X-Mal einschläfern. Aua. Ja, ist klar. Na, natürlich. Hypnose. Oh, oh. Hypnose. Okay. So. Jetzt ist es erstmal egal, ob ich zuerst angreife oder nicht. Nee, warte mal, ist mir zu blöd. Ich werde teilen. Habe ich irgendwo noch ein Paraheiler dabei? Nee, ne? Den habe ich, glaube ich, sogar abgegeben. Rauchball. Flucht vor wilden Pokémon. Nee. So, also einfach mal den Hyperheiler reinballern. So. So, Lapras schläft. Okay, ich muss überlegen, wie oft ich jetzt noch Schnabel mache. Hoppala. Zweimal noch oder so weit. Ich habe Angst vor dem Crit, ey. Nocto darf nicht so eine Scheiße machen. Lapras aufgewacht. Nein! Oh Gott sei Dank. Okay, jetzt ich nochmal. Hypnose!
Ey, wir haben zwei Fail-Pokémon, ey, die es nicht auf die Reihe kriegen, andere einzuschläfern. Ja! Gleich nochmal paralysiert. Alter, dieses Lapras, ne? Boah, zeigt keine Wirkung. Ich glaube, es kann mich jetzt nicht mehr einschläfern, oder? Stimmt! Es kann mich jetzt nicht mehr einschläfern. Wenn ich hier einen anderen Status habe halt, ne? So, schläft. Ich mach noch einmal Schnabel. Also ich bin jetzt paralysiert. Und da würden Wenn-Bälle geschmissen. So, zack! Yeah! Mm. Wow, okay, das ist super Ausgangsposition. Alles klar. Pokéball! Mit einem normalen Pokéball. Na klar! Los! So, jetzt wieder hoffen, ne? Nehm ich. Geil, Lapras wurde gefangen. Ach, ist das so schön. Das ist so schön. Lapras, das Transport-Pokémon. Dieses gutmütige Pokémon nimmt gerne Menschen mit und ist somit ein komfortables Fortbewegungsmittel. Aber nur zu Wasser, ne? Ah, sehr schön, Leute. Wir haben Lapras gefangen. Sehr, sehr, sehr schön. Okay, das wollte ich noch machen. Schön im Let's Play mit eingebunden. Nice. Jetzt bin ich auch nicht mehr so, vom Zeitfenster beeinträchtigt, ne? Weil, wie gesagt, kommt immer darauf an, wann nehme ich auf, wann schaffe ich es aufzunehmen und jetzt ist gerade Freitag gewesen, also passt das alles wieder. Ist alles cool. So, das ist ja anscheinend das letzte Item, was ich kriegen kann. Es gibt zwei verschiedene Arten von Menschen. Jene mit Stil und jene ohne. Zu welcher zählst du denn? Oh Mann, ey. Dieses Schubladendenken immer. Dieser komische, weißhaarige Typ. Astrainer Lars. Oh, er hat einen Glumanda. Oh, wie süß. So, Nocturne 1 sein Dienst schon getan. Hätte ich vorher mal wechseln müssen. Sepa, es ist deine Stunde. Schon wieder. Sepa. Grimasse. Schluck viel. So. Surfer. Sollte gleich sogar Instant Level Up wieder geben. Hui. Und zack. Sehr schön. Instant Kill. Oh je. So. Ach nee, okay, stimmt, der wurde noch geteilt mit Noctu. Aber auch sonst. Ein Bisasam! Boah, der hat ein Bisasam, wie cool ist er denn? Scaraborn! Los, dim. Er hat bestimmt noch einen Shiggy. Der Typ. So, wisst ihr was? Und bei Bisasam werde ich jetzt mal ein Exempel statuieren und Zornklinge machen. Zornklinge spam. Weil es ja sehr effektiv. Oh, Donny. Wow, Igelsam. Warte mal, waren Käferattacken nicht effektiv gegen Pflanzenattacken? Oder vielleicht, weil Bisasam auch gleichzeitig ein Gift-Pokémon ist, kann auch sein. Ey, Zornklinge ist doch voll geil. Na gut, okay, jetzt hier natürlich bei einem offensichtlich schwächeren Pokémon, was schön Schlafpuder daneben gehen lässt. So. Ich glaube echt nicht, dass Zornklinge so schlecht ist. Aber mal gucken, ne? Und jetzt noch ein Shiggy. Shiggy, da bleibe ich drin. So, ist jetzt nicht Zornklinge immer noch gleich stark? Oh, Shiggy. Weil Zornklinge hat doch dreimal getroffen. Und jetzt ein viertes Mal, oder nicht? Oder erzählt pro Pokémon? Nee, es zählt echt. Alter, wie geil. Boah, wird immer stärker. Ach, ich behalte Zornklinge einfach als Gag. Ist halt eine Step-Attacke, warum nicht? Daumen hoch, wa? Dein Stil ist beeindruckend. Dankeschön. Deiner nicht so. Du mit deinem Schubladendenken, Mensch. So, Hypertrank. Okay. So, dann guck ich nochmal ganz schnell, was da unten, was hier über mir ist. Vielleicht was Unsichtbares. Will ich mal ganz schnell gucken gehen. Und ansonsten sind wir hier fertig. Kann ich hier raus. Schön das erreicht, was ich wollte. Ein Lapras gefangen. So, ist hier irgendwas? Am Stein? Nö. So, dann trotzdem mal kurz auf den Rückweg. Ich habe jetzt immer nur auf die linke Seite geachtet. Kurz auf die rechte Seite gucken. Nee, hier war ich ja auch schon mit dem Item. Okay. Ich würde sagen, das war's soweit. So, ja, ich glaube, das war's, ne, denn? Tschüss, Stardust, bitte. Kein Problem, ich bitte uns hier raus. Flupp. Okay. Ah, na, seht ihr, cool. Das wollte ich echt nur erreichen mit dem Zeitfenster, wie gesagt. Dann geht's jetzt wieder zurück nach Dukatia City. Denn da müssen wir noch Team Rocket aufhalten. Aber schöner kleiner Exkurs heute, oder? Warum nicht? Whee. Da muss ich mal gucken, ob ich beim nächsten Mal mit den Schaltern auf die Reihe kriege. Mann, ey. Schön Lapras gefangen. Aber auch nur einfach so, weil Gyarados ist bisher immer noch ein besserer VM-Slave, ne? So, kommen wir jetzt da wieder vorbei. So. Mache ich einfach Sepa mal nach vorne, weil
Ja, der Team Rocket-Dinger sieht jetzt nicht so gefährlich, da würde ich mal sagen. So, okay, aber dann gehen natürlich die anderen Pokémon auch echt mit ihren Erfahrungspunkten ein bisschen, naja, in die Misere, weil die einfach nicht trainiert werden. Und das Levelniveau erhebt sich halt, ne, aber, naja, muss ich mal gucken, wie ich das mache. Vielleicht doch irgendwie ein Pokémon stetig nur per IP-Teiler mitnehmen oder so. Ich muss einfach gucken, wie ich das mache. So, jetzt aber erstmal Schutz wirklich mehr. Okay, jetzt aber erstmal muss ich gucken, wie ich den Part beende, Leute. Ja, so, wir sind wieder hier. Alles klar. So. Und zack. Okay, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und für eure Aufmerksamkeit. Für eure Aufmerksamkeit. Mann, wenn man das so schnell sagt, kommt manchmal für ihre Aufmerksamkeit. Natürlich will ich höflich sein. Ihr kennt mich immer höflich. Aber ich glaube, wir sind ja so per Du inzwischen, ne? Also danke für eure Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Part von Pokémon Kristall. Ciao, ciao.